Heute bin ich wieder mal am Arbeiten, beziehungsweise ein bisschen unterwegs. Ich brauche ein neues Schutzgas für unser Schweißgerät. Ich habe mir die Bottle schon raufgestellt. Die schmeiße ich jetzt in mein Auto und dann fahren wir mal über zum Schweißtechnik-Dinkel. Da hole ich mir das. Und ja, dann kann ich mal hier rauf wieder zusammenflicken. Die eine verbuckelte, weil ohne Gas geht es schlecht. Ja, was liegt dann heute noch so an? Der Kramer muss raus, der Häufelpflug hinten ran, Kartoffeln können gehäufelt. Das machen wir später auch. Und ja, ansonsten alles, was der Tag so mit sich bringt. Viel Spaß! Ja, Einsatz mit X, das war wohl nichts. Die haben momentan leider keine Eigentumsflaschen. Erst nächste Woche wieder. Dann fahren wir halt unverrichtete Dinge wieder heim. Wenn es schon nicht mit dem Gas geklappt hat, dann noch wenigstens den Häufelpflug. Ja, den baue ich jetzt wieder zusammen. Ist im Endeffekt dasselbe Gerät, habe ich das letzte Mal schon gesagt, wie diese Kartoffelhacke. Ja, also einfach das da. Ist ja nichts Besonderes. Ja, den muss ich jetzt wie gesagt bloß zusammenbauen. Und das zeige ich euch noch einmal. Dann seht ihr, wie das jetzt funktioniert. Ist ja wie gesagt dasselbe. Zum Zusammenbauen. Die ja Häufelpflüge da, oder? Diese Schare. Die kommen wieder da oben rein. Da wird einfach dieses Eisen, dieses Halteeisen hier oben eingehängt. Und vielleicht die Schrauben noch ein wenig aufmachen. Hilft manchmal unheimlich. Zack. Und dann aber wieder bloß die Schraube einfach zuziehen. Das Ganze dreimal. So, das war das. Dann muss noch ein Steuerrad rein, weil das Häufeln funktioniert definitiv nur zu zweit. Also das geht alleine nicht. Da braucht man eine Person, die dann hinten dran steht und den Pflug richtig lenkt. Beim Hacken ging es auch so. Beim Häufeln aber definitiv nicht, weil da, wenn der Pflug ein bisschen seitlich, dann macht man die Kartoffeln kaputt. Und das möchte man ja vermeiden. Ja. Ja, da wird einfach bloß die Schraube oben durchgesteckt und unten der Führungsbolzen kommt in das Loch da dann rein. Ja. Ja, so macht man es natürlich nicht. Und dann wird die Schraube da einfach angezogen. Beziehungsweise diese Hülse aufgeschraubt. Das hält das ganze Rädchen dann da fest.
Soweit, so gut. Was eventuell noch gemacht gehört, die Höhe vor den einzelnen Flügen richtig einstellen. Dass die ja alle gleichmäßig laufen. Dazu stelle ich das Ganze dann auf ebenen Untergrund. Und dann sieht man das schön. So, den Kram habe ich mir hergeholt und wie gehabt erst einmal die Ackerschiene runter und das Zugmal abgemacht. Ja, und jetzt machen wir den Häufelflug noch. Und da fahre ich nicht erst noch, weil der ist nicht so schwer, den kann ich auch so hinschieben. Brauche ich nicht lang rumgurken. Und dann hängen wir nochmal an. Zweimal. Da hängt er schon unten drin. So, und jetzt muss bloß der Oberlenkerbolzen noch neu. Also, der Häufelflug hängt jetzt hinten dran. Ich habe die Bearbeitungstiefe noch ein bisschen angepasst, dass das besser ist. So sieht das Ganze jetzt dann aus. Da sieht man die Tasträder und ja, den Abstand, die Tiefe, die er rein kann, das sind ca. 6 cm. Mehr lasse ich nicht rein. Eventuell stelle ich es auf dem Feld noch ein bisschen nach. Aber das reicht normalerweise. Der läuft da dann auf Schwimmstellung hinter dem Schlepper her. Und ja, wie gesagt, dann steht normalerweise hinten einer dran, der läuft hinterher. Der läuft dann genau in dem Beet hier, also in der Reihe. Und steuert mit dem Handrad da die Richtung von dem Flug. Durch das, dass wir es ja ein bisschen bergig haben und abschüssig, brauchst du da auf alle Fälle eine Person, die den dann immer ein bisschen nach oben hält, dass der immer ein wenig nach oben hangaufwärts läuft, weil sonst zieht man die ganzen Kartoffelbeete nach unten und die Kartoffeln liegen quasi neben der Reihe und das will man ja nicht. Außerdem könnten die Schare dann die Kartoffeln beschädigen. Ja, also wie gesagt, von der Einstellung her hätte ich es jetzt so gelassen. Das müsste eigentlich passen. Einfach noch einmal ein bisschen nachgestellt. Der Rest ergibt sich dann, wie gesagt, wieder auf dem Feld direkt. Und ja, dann passt es. Das ist gar nicht gemacht. Machen wir.
Kartoffelhäufeln ist abgeschlossen. Der Häufelflug kommt jetzt erst einmal wieder weg. Und in ca. 1-2 Wochen wird man dann nochmal durch müssen mit der Hacke. Und dann eventuell nochmal sehen, ob es nochmal häufeln muss. Ja, dann passt es, weil dann ist das Kraut nochmal so hoch, da braucht man auch nicht mehr rein. Ja, heute habe ich den Kramer und den Zwerg zusammengehängt. Ich muss aber schnell fort was abholen. Und ja, das mache ich mit dem Kramer. Und dann nehme ich euch mit. Wie gesagt, zwei Achsen hängt hinten dran. Und der Kramer davor. Sind wir zwar nicht die allerschnellsten, aber wir kommen voran. Und das ist das Wichtigste. Stau ist nur hinten blöd. Lassen wir es erst einmal durchfahren.
Dödele. Sind wir wieder zu Hause angekommen. Ja Leute, und das war's für diesen Vlog schon wieder. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und als kleine Vorankündigung fürs nächste Mal. Ja, ich der böse, böse Landwirt. Ich nehme meine Gloria Rückenspritze, mit der ich auch meinen Stall geweißelt habe, und gehe in die Kartoffeln und spritz gegen Kartoffelkäfer. Das Absammeln alleine hilft nämlich nicht mehr. Und ja, mit was ich da spritze, das werde ich euch zeigen. Ist nämlich kein Gift, ist ein Hausmittelchen. Ich sage nur so viel, falls man es erkennt, da drüben steht so ein schwarzer Bottich. Ich habe da was angemixt. Ich habe da auch schon eine kleine Testreihe gemacht und das funktioniert hervorragend. Also wie gesagt, hier nichts, irgendwelche Gifte. Da dürft ihr gespannt sein. Das kommt dann wie gesagt beim nächsten Mal. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus.